Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Hier haben wir noch Wachen, die wir ausschalten müssen. Netterweise. Na, Scheiße. Wahrscheinlich hätte sich gerade im falschen Moment umgedreht. Habe ich nie noch einen Dolch im Inventar? Das wird etwas. Jahrelang wird man sich Geschichten darüber erzählen. Gut, dass man hier nicht speichern kann. Es sei denn, wir vermasseln es. Dann erzählt Ishtvan die Geschichten und wir sind die Angeschmierten. Ich habe tatsächlich kein Dolch. Verdammt, dadurch ist auch kein Dolch da. Ich glaube, ich alle in der Truhe drin. Mist. Dann können wir es ja versuchen, erstmal so auszuschalten. Wir gehen vor und erledigen die Schildwachen. Wartet hier. Worauf warten Sie denn? Schnell verflixt nochmal. Worauf warten Sie denn? Woher soll ich das wissen? Warum frage ich eigentlich? Ach, schweig still und achte auf das Licht auf den Zinnen. Solange ein bisschen hier Zeug klauen. Warte mal, wenn ich die Kapuzenschal. Ich habe ja noch eine Google, glaube ich, irgendwo. Aber scheinbar nicht da. Scheiß aufs Warten, ich erklimme die Mauer. Ja, wird schon werden. Euch erledigt oder Wachen erledigt da oben. Dann versuche ich es jetzt noch einmal und dann ansonsten schneide ich es halt raus. Es nicht mehr funktioniert. Es geht ja doch mal wieder eine ganze Menge Zeit hier leider drauf. Ich ziehe seine Rüstung an und behalte die Seite im Auge. Aber bei der Winde des Falkert, das sind noch zwei. Gibt es Freiwillige? Heinrich macht es. Blöd, Mann. Aber sieh zu, dass du leise bist. Hast du vielleicht einen Dolch? Du hast auf jeden Fall eine Fackel. Leider kein Dolch. Schade. Ist denn was an Geld? Versuchen wir das halt nochmal. Hau den bitte um. Achso, Trigger. Eins. Nicht umdrehen, danke. Und Katerbier. Zuerst müssen wir
Hey, wer ist da? So, Kaiser umbringen, Heinrich. Viel leiser töten. Mal nicht speichern. Hoffen wir, dass es jetzt funktioniert. Läuft jemand rum? Hier ist angenehm dunkel, das stimmt allerdings. Hier ist halt noch so eine Wache. Das ist eine Wache. Gleich geht's los. Gute Nacht. Heinrich, leise. Taube ist vielleicht auch nicht schlecht. So, will ich den Moment sputen? Eigentlich will ich ja eher schleichen. Ja, sieh meine an. Wer bist du? Hier, um euch zu retten. Wo ist Herr Ratzig? Und Herrin Stephanie? Herrin Stephanie? Sie ist nicht hier. Wird wohl woanders festgehalten. Wo? Wo wird sie festgehalten? Und wo ist Herr Ratzig? Die Herrin könnte in ihrer Kammer sein. Wir wissen nichts. Sie haben uns zusammengetrieben und gesagt, wir sollen uns nicht rühren. Möge Gott über dich wachen. Okay. Ist noch hier draußen? Ja. Verdammt, wir kehren mit leeren Händen zurück. Ich dachte, wir bekämen das hin. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht ohne meinen Vater und Herrin Stephanie. Und wie sollen wir sie finden? Sie sind nicht in den Ställen oder irgendwo in der Nähe. Willst du dich in den Palast schleichen, wo überall Toss Männer sind? Ja, die Frage ist, wie schaffen wir? Ich glaube, Rückzug ist das Sinnvollste. Andererseits, wir können es ja versuchen. Ja, wir können sie nicht zurücklassen. Es war schon schwer genug, so weit zu kommen, aber das ist Wahnsinn. Was nützt es ihnen, wenn wir gefasst werden? Dann dürfen sie uns nicht fassen. Hör zu, Heinrich. Gewöhnlich schätze ich deine Sturheit, aber das könnte uns das Leben kosten. Zumindest konnten wir die anderen retten. Du hast wohl recht. Es wäre töricht, weiterzumachen. Gott sei Dank bist du zur Vernunft gekommen. Dann lass uns schleunigst abhauen.
Verschwinden wir von diesem Ort, bevor sie uns erwischen. Sakra! Scheiße! Mein Arsch! Okay, das ist natürlich jetzt etwas ungünstig. Ich glaube, da müssen wir den Hans kaufen. Ich habe übrigens einen Pfeil in meinem Arsch. Sofort. Sieh nach, wenn du mir nicht glaubst. Seid vorsichtig! Lauf um Himmels Willen und rüttle mich nicht so durch. Zu den Waffen, hier rüber. Ja. Schneller! Mach dir mal. Was soll das? Sie sind mit das Schwein kommt freiwillig zur Stelle. Also wir, Nächster. Sie sind vor mir. Zu den Waffen, hier rüber. Das ist nicht witzig. Alarm! Zu den Waffen, hier rüber. Leck mich doch. Wieso habe ich denn keine Waffen ausgerüstet? Spiel, wieso funktionierst du jetzt hier schon wieder nicht so? Lagt Alarm! Seid vorsichtig! Na, hau den mal bitte platt. Hier rüber! Aua! Hey! Nimm das! Ihr alle! Hier sammeln! Schlagt Alarm! Ich mach dich kalt, Gott verdammt! Hier drüben! So, ich muss den noch mal kurz wegbringen. Hey! Ihr alle! Hier sammeln! Schlagt Alarm! Schlachte dich ab! So, das hat zwar jetzt ein bisschen gesessen, aber vielleicht schaffen wir es hier raus. Hey, ihr alle, hier sammeln! Schlag Alarm! Komm her, du Weichei! Schlag Alarm! Seid vorsichtig! Hey. Meine Güte. Aber wir haben es geschafft. Das war nicht gerade ruhmreich, was? Wohl wahr, eine Schmach. Sie drängten uns zurück, noch bevor wir etwas tun konnten. Das ist schlimmer als der Tod. So weit würde ich nicht gehen. Wir mussten es versuchen. Wenn wir obsiegt hätten. Wenn Schweine fliegen könnten. Ich weiß, es nagt an dir, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir befreien die Geiseln und hängen den Bastard. Robert, mir scheint, als gingen uns die Optionen aus. Wir haben nicht genug Männer, um die Mauern mit Leitern zu erklimmen. Und schon genug Verluste erlitten. Thalenberg lässt sich nur durch eine List oder ein großes Heer erobern. Ersteres schlug fehl und ein großes Heer haben wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als einen Tribok zu bauen. Um meine eigenen Mauern niederzureißen. Wo ist Meister Pfeffer? Er wartet. Wir ließen ihn schnellstmöglich. Hol ihn her. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Herr Divisch? Du wirst mir einen Tribok bauen, Meister Tobias. Sagtest du Tribok, mein Herr? Das ist, nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Wir müssen Thalenberg zurückerobern. Ja, natürlich, Herr, das verstehe ich. Und du bist der beste Konstrukteur, den es in diesem ganzen Lehen gibt. Oh, dann danke ich dir, mein Herr. Ich habe nur noch nie vorher einen Tribok gebaut. Das könnte ein wenig dauern. Dann geh sofort ans Werk. Bernhard wird den Schlachtplan mit dir durchgehen. Nun, ich... Puh. Nun, Meister Tobias... Du hast viel zu tun und wenig Zeit. Ich will dich nicht länger aufhalten. Natürlich. Ich verstehe. Danke, mein Herr.
Wie sieht es mit den Vorbereitungen in den anderen Lagern aus? So gut es eben geht unter diesen Umständen. Es sind noch viele Dinge zu tun, aber wir haben einfach nicht die Zeit dafür. Nein, haben wir nicht. Heinrich? Ja, Herr? Ich möchte, dass du bei den Vorbereitungen in den anderen Lagern behilflich bist. Natürlich, Herr. Robert wird dich anweisen. Du kannst jetzt gehen. Dann schauen wir doch mal. Ja, stimmt. Mal Tribok. Können wir das gerade noch schnell abhaken. So, dann wird es auch wieder Zeit, sich umzuziehen. Moment. Oh, die ist sogar besser. Kommst du mal weg. Bei Gelegenheit. So, hier müssen wir alles mal noch verkaufen. Muss wahrscheinlich schlechter sein. Der Warhelm, ja, okay. Ja, wird aber auch eine Zeit, mal was zum Verkaufen zu finden. So, die Frage ist, wie frei können wir jetzt agieren? Gott segne dich. Was betrübt dich? Lebe wohl. Schon mal nix. Dann Herr Robert. Was soll ich machen? Spitz die Ohren! Feldlager sind eine verzwickte Angelegenheit und kein Vergleich zur heiligen Messe. Momentan herrscht hier Chaos. Die Männer sind angespannt, wie in Käfige gepferchte Bären. Wenn du durch die Lager schlenderst, siehst du es selbst. Überall Stänkereien. Angefangen beim Haferschleim bis hin zu Flöhen. Sie beklagen sich, die Schenke leer gesoffen zu haben und auf die nächste Ladung Bier warten zu müssen. Es gibt Tote, die bestattet werden müssen. Und viele Verwundete, darunter auch einer ihrer Herren. Je weniger die Männer murren, desto besser für alle. Doch das Hauptproblem ist ein anderes. Was meinst du? Hast du gehört, was Herr Divish zu Pfeffer sagte? Unserem Meisterkonstrukteur? Ein wenig, ja. Und was hältst du davon? Er sagte, er hätte noch nie einen Tribok gebaut. Ich wüsste nicht einmal, wo ich anfangen sollte. Aber wenn er dafür so lange braucht, wie er sagt... Wir können nicht bis zum jüngsten Tag warten. So viel Zeit haben wir nicht. Ich werde fragen, ob ich ihm helfen kann. Das solltest du unbedingt tun. Ohne Tribok sind wir wahrlich aufgeschmissen. Wie geht es dir, Herr Robert? Wie wird es mir wohl gehen, Junge? In der Burg räkelt sich ein halsabschneiderischer Halunke in meinem Bett. Zumindest wurde Thalmberg nicht geschleift. Noch nicht. Aber womöglich werden wir das tun müssen, um den Bastard auszuräuchern. Das würde Herrn Divish sicher nicht gefallen. Warum hat er mir wohl das Kommando übertragen? Aber auch mir blutet das Herz. Das ist mein Zuhause. Wie lässt sich Thalmberg am einfachsten zurückerobern? Am einfachsten? Mit der königlichen Armee auf unserer Seite. Aber die ist jetzt nicht hier und wir können es uns nicht leisten zu warten. Außerdem möchte ich die Burg nicht zerstören, sondern dorthin zurückkehren. Ja, die Burg zu sanieren wäre kostspielig. Wohl wahr, aber kein Tribok ist zielgenau. Die Steine fliegen, wie es ihnen beliebt.
Und wenn wir die Burg auseinandernehmen und Sigismund zurückkehrt, macht er kurzen Prozess mit uns. Denkst du, Sigismund kommt zurück? Woher soll ich wissen, was in seinem Schädel vorgeht? Wenn nicht, könnte jemand anders die Gelegenheit beim Schopfe packen. Ich wette, das Chaos hier hat sich bereits herumgesprochen. Ich hätte nie gedacht, dass so viele ein Auge auf Thalmberg geworfen haben. Wie dieser Havel Medek. Nicht nur auf Thalmberg. Wir ließen nur wenige Männer in Rathai zurück. Wer hindert unsere Feinde daran, die ganze Gegend zu plündern, wenn wir hier scheitern? Machtgierige Bastarde wie Havel oder Toss gibt es in Böhmen zur Genüge. Wie könnten wir durch das Tor gelangen? Vom Tor aus führen Stufen auf den Wehrgang. Und ich weiß nicht, wie Ichtwan sie schützen wird. Und wir müssten zuerst durchs Fallgatter. Ein großer Sturmbock könnte es durchbrechen. Aber wie kommen wir so nah ran? Wir werden es wohl in Brand stecken müssen. Reisig aufhäufen und anzünden? Reisig, Nutzholz. Alles, was brennbar ist. Mit so viel Pech getränkt wie möglich. Die Köhler hier haben bestimmt welches. Und falls das Tor nicht niederbrennt, so wird es zumindest geschwächt und wir können es leichter durchbrechen. Genau. Was ist mit der Mauer? Welche Seite ist die schwächste? Die Süd- und die Ostseite sind massiv. Es wäre sinnlos, es dort zu versuchen. Die Nordseite ist am besten zu verteidigen. Und die Westseite... Dort haben wir es versucht und mussten ganz schön einstecken, was? Aber wir werden es wohl wieder versuchen und es diesmal besser machen. Schade, dass sie sich nicht länger in Vranek verschanzt haben. Dort wäre es viel einfacher gewesen. Toss ist ein listiger Fuchs. Wenn er alle seine Männer dort gehabt hätte, wäre es ein Massaker geworden. Vielleicht haben wir bloß gesiegt, weil er mit den meisten seiner Männer bereits verschwunden war. Dürfte ich dich nach den Schwachstellen von Thalmberg fragen? Um ehrlich zu sein, hat Thalmberg viel zu wenige Schwachstellen. Ich hätte nie gedacht, dass ich das eines Tages bereuen werde. Schade, dass sie... Toss ist ein... Kann ich dir sonst noch irgendwie helfen? Nun, wir benötigen Pech. Ich weiß, dass du mit den Köhlern zu schaffen hattest. Wohl wahr, ich kenne ein paar. Dann sieh dich in der Gegend um. Falls du welches auftreiben kannst, bring es unserem Quartiermeister im Lager beim Steinbruch. Ich spare mal noch ein bisschen Geld. So, hier haben wir jetzt eine ganze Menge zu tun. Herr Robert schickt mich. Er sagte, du müsstest einen Tribok bauen. Ganz recht. Einen Tribok, der die Mauern Thalmbergs einreißt. Ich, ein Bergbaukonstrukteur. Was weiß ich schon über Kriegsgerät? Alleine schaffe ich das nie. Ich würde dir ja gerne helfen, aber wie... Ich weiß auch nichts über Tribocke. Genau genommen gäbe es schon einen Weg. Konrad Kieser kam kürzlich nach Sasau. Wenn du ihn herbringen könntest, würdest du meine Haut retten. Konrad Kieser? Wer ist das? Ein Gelehrter, der Medizin studierte, aber auch Belagerungswaffen entwirft. Er war sogar an der Belagerung von Nikopolis beteiligt, zusammen mit Sigismund. Aber du bist ein Konstrukteur. Kannst du den Tribok nicht selbst bauen? Ist das dein Ernst? Weißt du, wie kompliziert so eine Belagerungswaffe ist? Welche Kräfte dort am Werk sind? Wenn wir Glück haben, feuert der Tribok gar nicht erst. Aber vermutlich wird er sich selbst zu Kleinholz verarbeiten und uns anstelle des Feindes töten. Zusammen mit Sigismund? Nicht so schnell. Nach der Schlacht stritten sie sich, weil Konrad ihm die Schuld für die Niederlage gab. Das hat ihm wohl nicht so gut gefallen. Ganz recht. Deshalb wurde Konrad aus Prag verbannt und ließ sich in der Burg Bettler nieder. Verbannt? Wie ein gewöhnlicher Verbrecher? Als ehemaliger Höfling, Arzt und Meisterkonstrukteur geht es ihm nicht ganz so schlecht. Mir kam sogar zu Ohren, dass er weise Männer um sich geschart hat, mit denen er an einem Buch schreibt. Aber was macht er hier in Sasau? Er wurde hergeschickt, um beim Bau des Klosters zu helfen. Zweifelsohne mussten sie dafür tief in die Tasche greifen. Und wie soll ich ihn hierher bekommen? Entführen? Nun... Nur im äußersten Notfall. Wir brauchen seine Hilfe. Versuch mit ihm zu sprechen. Allen Berichten nach hasst er Sigismund. Nun gut, ich tue, was ich kann. Hab Dank, Heinrich. Vielleicht bauen wir den Tribok doch noch. Lebe wohl. Ja, das wird schon. So, ist hier noch irgendwo was zu machen?
uns nochmal bedienen. Ihr pennt vor euch hin. Er braucht doch bestimmt sein Pferd nicht mehr. Ist denn hier jetzt noch irgendwas zu erledigen in der Nähe? Da werden die Köhler. Ich glaube, dann reiten wir mal noch schnell darunter. Das war C, oder? Dann würde ich aber in der nächsten Folge lieber nochmal erst nach Pribislavit sehen. Vielleicht vorher nochmal eine Runde Zeug verkaufen. Da das hier noch einigermaßen um die Ecke liegt, wenn nicht so viel Gebüsch wäre. Ja. So. Ja. Das einigermaßen durchquetschen können wir uns. Gucken, wie gut wir hier mit unserer Überredungskunst rankommen. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Wie sieht es mit den Essensvorräten aus? Wer will das wissen? Einer der Herren? Nein, nein, ich frage mich bloß, ob es euch an irgendetwas mangelt. Hört, hört, der junge Herr fragt sich, ob es uns an was mangelt. Tja, ehrlich gesagt haben wir kaum noch Fleisch über. Die schleppen zwar oft genug welches an, aber nie so viel, wie sie sollten. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Redet ja jeder davon. Die Jäger tun, was sie können, kommen aber nicht hinterher. Falls du ihnen aushelfen kannst, bring das Fleisch her. Ich kümmere mich um den Rest. Gut, ich behalte es im Hinterkopf. Haben wir Bier? Ein Wunschtraum. Das Bier ist alle und die örtliche Schenke haben wir auch leer gesoffen. Ach, klingt übel. Was du nicht sagst. Und Bier kann man auch nicht jagen. Aber wenn du zufällig weißt, wo man welches herbekommt, raus damit. Könnte eine Erfrischung vertragen. Ja, und die Jungs auch. Lebe wohl. Okay, dann haben wir hier noch was zu tun. Mit dem Quartiermeister gesprochen. Lass mich in Ruhe. Ich will schlafen. Das wird leider nichts. Du schaffst, glaube ich, auch nichts für uns. Na gut, dann sehen wir uns das nächste Mal in Pribislavit weiter. Ich gucke, dass ich vorher noch Zeug verkaufe. Und hoffe, dass diesmal diese Quest nicht auch irgendwie ein Zeitfenster hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.